waren sehr schlimme Bilder. Es ist schwierig, das zu verarbeiten, sowohl für die Mitarbeiter, für die Angehörigen, aber auch für die Polizei, die vor Ort war. Wir hatten Schwerverletzte, wir hatten Tote vor Ort und wir haben viele Menschen vor Ort, die zusammengebrochen sind und geweint haben. Was kann man über den Täter sagen? Der Täter ist ein langjähriger Mitarbeiter der Firma. Es ist ein Schweizer, der eigentlich nie aufgefallen ist. Es gab scheinbar auch keine Konflikte in der Vergangenheit. Das stellt sich nun auch die Frage, wieso, nach dem Wieso, wie kommt es zu dieser Tat? Das ist eine große Frage, die wir im Moment nicht beantworten können. Und diese gilt es jetzt zu klären. Das Motiv ist unklar, gab es ein Bekennerschreiben, irgendetwas? Es gibt weder ein Bekennerschreiben noch Hinweise auf die Tat. Da tappen wir im Moment wirklich im Dunkeln. Da gilt es jetzt, Befragungen zu machen, die Spuren zu sichern und so allenfalls dann die Tat und das Tatmotiv klären zu können. Was genau nimmt jetzt die Polizei und die Staatsanwaltschaft? Die Polizei ist vor Ort, macht die sogenannte Spurensicherung. Es laufen auch Abklärungen über das Institut für Rechtsmedizin. Man will diese Verletzungen dokumentieren. Man muss auch den Tatablauf rekonstruieren und man hofft, dass man so dann schlussendlich auf das Motiv des Täters stoßen kann. Wie es genau abgelaufen ist, wissen wir nicht. Wir wissen einfach, dass wir Verletzte sowohl im Bereich von der Kantine wie auch im Bereich von der Werkstatt aufgefunden haben, auch tote Personen. Das heisst, der Täter hat sich in diesem Bereich innen bewegt. Da laufen jetzt aber auch Befragungen mit Zeugen, dass man dann schlussendlich den genauen Tatablauf kann sicherstellen und eben auch kann rekonstruieren kann. Jetzt ist schon ein hartnäckiges Gerücht herum, dass unter den Toten ein Spitzensportler sein soll. Könnt ihr das irgendwie bestätigen? Kann ich nicht bestätigen, ich weiß es schlichtweg nicht, ist für die Tat aber auch nicht relevant. Relevant ist, dass der Täter, der mutmaßliche Täter, mehrere Menschen umgebracht hat. Selber ist er auch tot und dass er mehrere Menschen auch schwer verletzt hat. Kann man schon zum Tod irgendetwas sagen von ihm? Hat er sich selber umgebracht? Das ist im Moment offen, da laufen auch Abklärungen dazu. Wer im Moment der Mutmaß ist, da müssen wir abwarten, bis wir das Resultat haben, das vorliegt. Wie geht es noch weiter jetzt? Ja, jetzt gilt es, die ganz feine und schrittweise Polizeiarbeit zu machen, das heisst Spuren zu sichern, Befragungen zu machen mit Zeugen, mit Angehörigen, dass man einerseits den Tatablauf kann klären, aber dass man andererseits eben auch hinter das Motiv kann kommen, dass man weiss, wie ist es überhaupt zu dieser schrecklichen Tat gekommen.